Der Chef der Reha-Klinik mit Gattin. Guten Abend. Guten Abend, Herr Sargent. Liebe Frau, herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Sie hat dich ja förmlich mit Blicken verschlungen. Naja, du stiehlst allen die Show. Abend. Ah, Abend. Dammann, einen Moment. Wenn Sie das nächste Mal umdisponieren, dann sagen Sie mir gefälligst Bescheid, ja? Das habe ich ja versucht, aber Sie waren in München und Sie haben auch nicht zurückgerufen. Gibt es Probleme? Nein, überhaupt nicht. Hallo, Barbara. Rita. Lange nicht gesehen. Schöne Grüße von den Eltern soll ich bestellen. Du siehst fantastisch aus. Danke. Darf ich vorstellen? Werner Saalfeld, Rita von Scharndorf, Tochter von Freunden. Sehr erfreut. Angenehm. Ich höre, die Galabova singt heute Abend. Nein, wir mussten leider kurzfristig umdisponieren, aber das wird ganz in deinem Sinne sein. Oder interessierst du dich nicht mehr für Nachwuchstalente? Doch, wieso fragst du? Oh, dann lass dich mal überraschen. Sag mal, wird es nicht Zeit für deine Eröffnungsrede? Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Für die, die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Robert Saalfeld. Was wird das denn bitte? Ich habe keine Ahnung. Herzlich willkommen, auch im Namen meiner Familie. Bitte haben Sie Verständnis, dass meine Mutter heute nicht hier sein kann. Sie ist zurzeit karitativ in Afrika unterwegs. Ja, sag mal, wie sieht die denn aus? Also da musst du dich schon ein bisschen mehr bemühen. Ich bin Portier und keine Küchenhilfe. Mal, der Senior treibt den Junior aus dem Haus und wir das Fußvolk, wir müssen es ausbaden. Jetzt sei da nicht so grantig. Ich darf überhaupt nicht daran denken, wenn die Heidenberg hier wieder das Ruder übernimmt. Sag einmal, aber was sagt denn da eigentlich der Betriebsrat dazu? Fragen doch selber. Du hast doch jetzt Erfahrung in der Politik, lass du dich doch zum Betriebsrat wählen. Ja, was denn noch? Ich bin froh, wenn ich unseren Haushalt und die Küche und den Gemeinderat unter einen Hut kriege. Heißt das, du machst jetzt doch weiter? Ja, irgendeiner muss den Männern ja auf die Finger gucken. Ach so. Ja, und wer schaut dann am Werner Saalfeld auf die Finger? Hä? Das machen wir alle zusammen. Weißt du, eigentlich kann einem der Kerl ja leid tun. Hm? Wir haben es doch viel besser als der. Wir haben unser Auskommen, wir haben uns. Oder möchtest du so eine diebische Äste an der Seite haben, die nur auf dein Geld aus ist? Hm? Ja, mit meinem Geld wird die weit kommen. So, ist die Kartoffel recht, gnädige Frau? Grandios. Der Fürstenhof wurde von meinem Großvater gegründet. Zwei Generationen haben ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Da liegt es natürlich nahe, dass die dritte Generation in diese Fußstapfen tritt. Doch diese hat ganz andere Pläne, ganz zum Leidwesen meines Vaters. Der eine, der zieht nach Brüssel und der andere, meine Wenigkeit, will sich selbstständig machen. Doch mein Vater schluckt die bittere Pille. Und um mich mit dem nötigen Startkapital großzügig an, mir meine Anteile, immerhin 50%, abzukaufen. Jetzt werden Sie sich natürlich fragen, warum erzählt er uns das alles? Damit kommen wir zu meinem Geschenk. Ich habe es mir anders überlegt, Vater. Ich bleibe. Und wenn du in deinen wohlverdienten Ruhestand trittst, wird es mir eine ganz große Ehre sein, die Saalfeldsche Tradition auch in dritter Generation hochzuhalten. Solange bleibe ich dir und Ihnen, verehrte Festgäste, und vor allem Ihren Mägen als Küchenchef erhalten. Ich danke Ihnen. Wie war ich? Fantastisch. Habe ich dir zu viel versprochen? Schön, dass du bleibst. Freunde, wir müssten dann jetzt auch langsam mal los. Ich sehe grauenhaft aus, oder? Gregor, jetzt sag mal bitte ganz ehrlich, ist die Frisur wirklich in Ordnung? Super sieht die aus, Agnes, macht, dass du rauskommst. Ja, los, komm her, du kleine Nervensäge. Toi, toi, toi.
Okay. Samir, jetzt du. Damit wünscht man dem Künstler Glück. Okay. Und jetzt bitte bei mir. Nee, seit wann bist du denn Künstler? Komm, Pianoman. Du brauchst auch ein bisschen Glück. Lass mal gut sein. Erst machst du Stress und jetzt bist du der Bremsklotz. Auf geht's. Wir feiern heute, ja? Das machen wir. Nicht, dass du schon wieder abhaust. Xaver. Ja. Xaver hat es dir ganz schön angetan. Ich mag ihn sehr. Ganz mit uns. Hm? Ich bitte dich, das war ein Affront. Sein Sohn hat sich blamiert in aller Öffentlichkeit. Naja, es war vielleicht nicht die feine Art. Aber weißt du, wenn ich ehrlich bin, freue ich mich das Ober gleich. Sag mir, ich weiß, was du für mich getan hast. Nein, das weißt du eben nicht. Dann nimm es dir doch nicht so zu Herzen. Das mit Zervenkov, das regle ich schon. Das mache ich lieber alleine. Meine Damen und Herren, darf ich Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ja, ich falle am besten gleich mit der Tür ins Haus. Die schlechte Nachricht zuerst. Elena Galabova kann heute Abend aus Krankheitsgründen leider nicht bei uns auftreten. Aber, und das ist die gute Nachricht, gesungen wird trotzdem. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun und zum allerersten Mal eine junge und vor allem sehr talentierte Sängerin vorstellen. Tanja Lieberts. Und am Klavier wird sie begleitet von Felix Tarasch. Vielen Dank und viel Spaß. Wunderschönen guten Abend. Dieses Lied, also das Lied, was ich jetzt singe, das handelt von der Liebe und heute Abend von einer ganz besonderen Liebe, meine ich. Turn around, every now and then I get a little bit lonely. You never come around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Werd meine Frau. Ja. Ich will deine Frau werden. Und ich denke, du kannst mich glücklich machen. Und ich hoffe, ich bin die Frau, die auch dir alles geben kann, was du dir wünschst. Uns aber